so langsam die Pause wieder einfangen und mich mit Ihnen auf dem Weg zum Fotoalbum, vom Fotoalbum zum Archiv begeben und das mit tatkräftiger Unterstützung. Denn im letzten Teil unseres heutigen Symposiums beschäftigen wir uns mit den Fotoalben in Archiven und Bildagenturen. Und wenn ich das Stichwort Bildagenturen erwähne, dann bin ich sofort bei Johanna Bose, unserer Referentin im nächsten Teil. Johanna Bose studierte Modedesign an der Universität der Künste Berlin und Bildwissenschaft an der Donau-Universität Krems. Sie ist für die Bildagentur AKG Images in Berlin tätig. Die Agentur kennen bestimmt einige von Ihnen. Sie haben einen großen historischen Bestand auch. Und wer online, wir haben hier gerade ein Türproblem. Wer online unterwegs ist, dem gebe ich noch einen Tipp. Denn man trifft Johanna Boses Auseinandersetzung mit dem Fotoalbum nicht nur in der Fotogeschichte, wo sie schon im Heft von oder dem angesprochenen Heft von Katrin Jacavone und Bernd Stiegler zu lesen war, zu Norm und Form, sondern auch auf dem AKG Images Blog, wo sie zahlreiche Beispiele zu Fotoalbum oder Fotoalben auf jeden Fall online zeigt. Und ich freue mich sehr, Sie jetzt zu begrüßen und Ihren Vortrag zu hören. Hallo. Und dessen Aufarbeitung ein Zeichen für die damalige Situation der Fotogeschichtsschreibung gesehen. Vor allem, so Stahl, habe eine, Zitat, starke Vorliebe für die Personalisierung von Geschichte, die historischen Betrachtungen der zurückliegenden Jahrzehnte bestimmt. Zitat, die meist alleinige Begründung jeglicher Leistung in der Fähigkeit einzelner Personen erspare den Blick über die Grenzen medialer Gesichtspunkte und die Einbeziehung politischer und ökonomischer, sozialer und kultureller Einflüsse auf den Fortgang fotografischer Entwicklung. Tatsächlich sind relativ spät die unterschiedlichen Gebrauchsweisen und Überlieferungsformen der Fotografie stärker in den Fokus einer wissenschaftlichen Beschäftigung gerückt. So auch das lange als banales Relikt und Objekt einer Massenkultur abgetane Fotoalbum. Mitte der 1970er Jahre beginnt sich der Blick auf die Fotografie, insbesondere die Knipserfotografie, zu verändern. Erste Ausstellungen und Publikationen widmen sich dem Phänomen Fotoalbum aus Kunst-, Kultur-, sozial- und fotogeschichtlichen Forschungsperspektiven. Die Arbeiten der Kostümhistorikerin Ellen Maas aus den 1970er Jahren, markieren den Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Fotoalbum im deutschsprachigen Raum. Ihre Publikation Das Fotoalbum 1858 bis 1918, eine Dokumentation zur Kultur- und Sozialgeschichte, die 1975 zeitgleich zur ersten allein dem Fotoalbum gewidmeten Ausstellung im Münchner Stadtmuseum erschien, zählt heute zu den Standardwerken. Mit der 20 Jahre später, 1995, von Tim Stahl kuratierten Ausstellung Knipser, die Bildgeschichte der privaten Fotografie in Deutschland und Österreich, setzt das Münchner Stadtmuseum einen weiteren wichtigen Akzent. In beiden Fällen stammen die gezeigten Fotoalben aus privaten Sammlungen. Grundlage der Ausstellung von 1995 war die wissenschaftliche Auswertung von rund 500 Knipseralben und 150 weiteren Behältnissen mit Fotografien.
Die aus diesen Forschungen resultierenden Erkenntnisse bilden die Grundlage für Tim Stahls im selben Jahr vorgelegte Monographie gleichen Titels, die die gegenwärtige Sicht auf das Feld der Knipserfotografie nachhaltig beeinflusst hat. Auch wenn in den letzten Jahren Ausstellungen und Publikationen zunehmend das Fotoalbum thematisieren, kann von einer kontinuierlichen und wissenschaftlichen Beschäftigung nicht gesprochen werden. Das Fotoalbum ist bis heute nicht einmal ansatzweise erschöpfend untersucht worden. Nicht zuletzt mag das auch am beschränkten Zugang zu den vorhandenen Beständen wie deren unzureichender Digitalisierung zu tun haben, die die Forschung eben behindert und etwas eingeschränkt haben. So sieht die Deutsche Fotothek die umfangreiche Digitalisierung ihres 720 Alben umfassenden Bestandes, der online öffentlich zugänglich gemacht wurde, auch als Beitrag, das Fotoalbum als, Zitat, reichhaltige Quelle stärker in den Fokus der wissenschaftlichen Beschäftigung zu rücken. Im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Bildagentur AKG Images in Berlin bin ich unter anderem mit der Aufarbeitung des bisher noch unerschlossenen, umfangreichen firmeneigenen Bestandes an Fotoalben betraut. Und um mir einen Überblick über die Sonderrolle des Albums in der Sammlungspraxis und die Diversität der in Deutschland vorhandenen Bestände zu verschaffen, auch um eben die Alben bei AKG im Kontext dieser Bestände betrachten zu können, habe ich begonnen, eine stichprobenartige Untersuchung zum Umgang mit Fotoalben in öffentlichen Institutionen in Deutschland und eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Situation der Erfassung dieser Bestände durchzuführen, die, wie schon kurz erwähnt, eben in der Fotogeschichte letztes Jahr publiziert wurde. Um das Objekt Fotoalbum genauer zu bestimmen, scheint eine Abgrenzung zum fotografisch illustrierten Buch, dem Fotobuch, sinnvoll. Das wurde ja auch gerade schon diskutiert. Fotobücher erscheinen in mehreren gleichen Exemplaren und lassen sich, ohne ihren Charakter zu verlieren, beliebig oft weiter vervielfältigen. Fotoalben dagegen sind Unikate. Sie charakterisiert nach Rutherston und Luzzano die jeweils einmalige Zusammenstellung und Anordnung von Fotografien in einem vormals leeren Buch oder Album, sei dieses handgemacht oder industriell produziert. So können einzelne Teile eines Fotoalbums durchaus Massenprodukte sein. Es ist die besondere Komposition seiner Elemente, also im Wesentlichen eben die der Fotos, die es zum Unikat macht. Die mit der Verbreitung der Karte-Visit-Fotos Ende der 1850er Jahre einhergehende Normierung der Formate professionell gefertigter Fotos hat den Gebrauch der Fotografie fundamental verändert. Das Sammeln von Fotografien wurde erschwinglich und der Bedarf nach Ordnungs- und Archivierungssystemen wie nach einer Präsentationsform nahm zu. Im amerikanischen Magazin Godet's Ladies Book von 1864 heißt es etwa: "If we would have these interesting portraits in orderly array and at hand for inspection, we require a fitting receptacle. And thus, photographic albums have become not only a luxury for the rich, but a necessity for the people." Fotografien traten nun nicht mehr allein, sondern in Ensembles auf. Statt einzelner Bilder in beliebiger Folge wurden nun geordnete Konvolute angeschaut. Indem man Fotografien in eine festgefügte individuelle Ordnung überführte, ließen sich visuelle Narrative formen. Nicht zuletzt ist es diese neue Erzählform, die den historischen und ästhetischen Reiz von Fotoalben ausmacht. Fototechnische und chemische Entwicklungen, die im Lauf des 20. Jahrhunderts spiegeln sich auch in der Vielfalt an Albenformen und Größen wie dem veränderten Umgang mit dem enthaltenen Fotomaterial wider. Die vorhandene Fülle unterschiedlichster Arten von Fotoalben wie Familien-, Firmen-, Kriegs- oder Reisealben, Prunkalben, Künstler-, Vorlage-, Messbild- oder Kolonialalben, wie auch die zahlreichen Mischformen, erschweren nicht nur deren eindeutige Klassifizierung, sondern auch die Zuordnung zu vorhandenen Sammlungsbeständen. Nur in den wenigsten in den Blick genommenen Institutionen gibt es explizite Fotoalbensammlungen.
sind größere Bestände vorhanden, sind diese meist Teil der fotografischen Sammlung. Häufig finden sich aber Fotoalben auch unter persönlichen Nachlässen und sind nicht medienspezifisch in den Bestand des Hauses integriert, sondern eben dem jeweiligen Vor- oder Nachlass zugeordnet. Der Großteil der in den deutschen Museen und Archiven vorhandenen umfangreichen Konvolute an Fotoalben sind von privaten Sammlerinnen zusammengetragen worden, deren Interesse dabei meist eigenen Kriterien und Perspektiven folgte. Beispielsweise sind dafür zum Beispiel die ehemalige Sammlung von Erich Stenger, die im Museum Ludwig in Köln zu finden ist, die von Walter Kempowski zusammengetragene Sammlung in der Akademie der Künste in Berlin oder auch Tim Stahls Albumsammlung, die sich heute im Münchner Stadtmuseum befindet. Ohne die Initiative einzelner Sammlerinnen und die Überführung bedeutender Sammlungen in öffentlichen Besitz hätte sich jeweils jenseits der an die Leistung einzelner Fotografinnen orientierte Konvolute, also die Geschichte der Gebrauchsweisen der Fotografie in deutschen Museen, wahrscheinlich wenig erhalten. Da der ästhetische Wert und die Relevanz des Fotoalbums als kulturwissenschaftliche und historische Quelle in Deutschland erst spät erkannt und wurde und entsprechend spät auch die Aufnahme von Fotoalben in museale Sammlungen stattgefunden hat, mag auch an der Privilegierung des Einzelbildes, seiner musealen Aufwertung und Ästhetisierung liegen. Hinzu kommt, dass die Frage, ob Fotografie Kunst sei, die seit den 1840er Jahren den ästhetischen Diskurs über Fotografie bestimmt, bis heute eine nachhaltige Wirkung auf die Sammlungspraxis von Museen und anderen kulturellen Institutionen hat. Noch in den 1950er Jahren sind Sammler wie Erich Stenger, so schreibt, als Sonderlinge angesehen worden. Fotografien galten als Kuriosa. Und nicht selten erhielt Stenger, so schreibt er in seiner Autobiografie, bei Nachfragen in Antiquitätenläden nur ein mitleidiges Lächeln. Zitat: Fotografien führen wir nicht. Mit solchen minderwertigen Dingen geben wir uns nicht ab. Wir führen nur Wertobjekte. Wertgegenstände, Entschuldigung. Viele der bedeutenden insgesamt 450 Fotoalben im Bestand des Museum Ludwig stammen aus der von Erich Stenger zusammengetragenen, später von der AQUA übernommenen und als AQUA Historama gezeigten Sammlung. Darunter so einzigartige Exemplare wie das 1843-44 Alexander von Humboldt von Henry Fox Talbot geschenkte, handgefertigte Album mit 22 frühen Kalotypien, das Erich Stenger 1930 erwerben konnte. Mit dem Erwerb der Sammlung des Fotografen Robert Lebeck kamen auch 18 der von der österreichischen Kaiserin Elisabeth angelegten Fotoalben in den Bestand des Museum Ludwigs. Auch über die wurde ja schon vorhin gesprochen. Der Wandel in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Fotoalbum zeigt sich deutlich auch am veränderten Umgang mit diesen Objekten in den letzten Jahren. 1980 sah es die für eine Buchausgabe mit der Bearbeitung Albenbeauftragte Brigitte Hamann noch als, Zitat, Hauptproblem an, dass die Fotos ins Album so eingeklebt waren, Zitat, wie sie zufällig zusammenkamen, sodass ihre Aufgabe folglich darin bestand, aus, Zitat, den verschiedenen Alben die Fotos zu einem Themenkreis zusammenzustellen. In den erschienenen Publikationen sind allein die Fotografien abgedruckt. Abbildungen von Albenseiten fehlen. Miriam Swass, die Kuratorin der 2020 vom Kölner Museum Ludwig initiierten Ausstellung Sissi Privat, die Fotoalben der Kaiserin, sieht in der Anlage der Alben durch die Kaiserin keine Unordnung, sondern, Zitat, ein absichtsvolles Kuratieren. So versteht sich die Ausstellung des Museum Ludwig als Neuentdeckung der womöglich als visuell geführten Tagebücher geführten Alben. Fotoalben sind keine, wie es in den zurückliegenden Jahrzehnten gerne formuliert wurde, Fundgruben, die es auszubeuten gilt. Gerade dieses fundamentale Missverständnis hat zur Vernichtung nicht weniger Fotoalben beigetragen. Schließlich geht es nicht um dieses oder jenes Bild in einem Album, sondern um die produktive Verwandlung einer Auswahl an Bildern in ein besonderes Konstrukt visueller Überlieferung. Meist
scheinen jedoch einzelne Bilder sammlungswürdiger und gewinnbringender als das Album in seiner Gesamtheit. Signifikante Lücken in Fotoalben gehen, wenn sie auch aus Nachlässen stammen, nicht selten auf die Entfernung und Vernichtung einzelner Bilder durch die Erben zurück oder das Zerpflücken der Alben durch Händlerinnen, die so besonderen Sammelinteressen entsprechen können. Wenn sich der Blick auf das Fotoalbum und der Umgang mit ihnen verändert hat, führen sie doch immer noch ein Schattendasein in den meisten Archiven. Größere Fotoalbensammlungen, auch wenn sie nicht als solche im Depot verordnet sind, befinden sich heute unter anderem in der Akademie der Künste Berlin, 2100 Alben, im Deutschen Historischen Museum 1240 Alben, im Deutschen Technikmuseum Berlin 959 Alben, in der Deutschen Fotothek 720 Alben und im Münchner Stadtmuseum 640 Alben und viele weitere. Grundsätzlich standen Zwecksetzungen und Aufgaben der betreffenden Institutionen im Vordergrund bei der Aufnahme der Fotoalben in den Bestand des jeweiligen Hauses. Und nur in seltenen Fällen war auch der fotohistorische Wert eines Albums ausschlaggebend. Gezielte eigene Erwerbung von Fotoalben fanden, wenn überhaupt, erst ab Mitte der 1960er Jahre statt. Ergänzt werden sie gelegentlich durch Nachlässe und Schenkungen. Die fachgerechte Archivierung von Fotoalben erfordert einigen Platz. Und dazu klimatische Lagerbedingungen, besondere klimatische Lagerbedingungen. Aber auch das mag zu den Gründen gehören, die Museen und Archive dazu bewegen, von der Aufnahme von Fotoalben abzusehen. Erfassung und Digitalisierung von Fotoalben stellen eine Herausforderung dar. Während mancher, auch großer Bestand, vollständig digitalisiert wurde, fehlen an anderen Orten dafür noch alle Voraussetzungen. Meist sind die Katalogisierung und Digitalisierung von Fotoalben durch Ausstellungen oder begleitende Publikationen befördert worden. Nicht selten bleibt es aber bei der Erfassung einzelner Fotografien und auch Albenseiten. Weiterhin befinden sich darüber hinaus Fotoalbensammlungen im privaten Besitz, also sprich bei privaten Sammlerinnen, wie bereits der vorhin erwähnte Fotoalbenbestand von Ellen Maas zum Beispiel, der auch schon als Forschungsgrundlage für die Doktorarbeit das fotografische Atelier im Warenhaus von John E. Rennig diente und den ich trotz verschiedenster Versuche, also Anschreiben von Institutionen und Personen, mit denen Frau Maas zusammengearbeitet hat, bis heute eigentlich nicht ausfindig machen konnte. Also einerseits private Sammlerinnen, als auch eben privatwirtschaftende Firmen wie Bildagenturen. Der Aufbau der meisten dieser Firmen fällt in die Zwischenkriegszeit. So wurde 1936 das Batman Archive in New York gegründet, eine der ersten Firmen, die für professionelles Bildmaterial Lizenzgebühren verlangten. In Deutschland konnten sich erste Anbieter von Pressefotos schon in den 1920er Jahren etablieren. Dazu gehört etwa die Fotothek des Berliner Fotografen Willi Römer. Entsprechend der historischen Entwicklung der Agenturen lässt sich zwischen Fotografinnenagentur und kommerziellen Bild- und Fotoarchiven unterscheiden. Eine der bekanntesten Fotografenagenturen dürfte die 1947 in Paris gegründete Firma Magnum Photos sein, die unter anderem die Fotos von Robert Capa oder Henri Cartier-Bresson vertreibt. Zu späteren deutschen Gründungen Fotografinnen geführte Agenturen zählen beispielsweise die Agentur Ostkreuz oder die Kölner Agentur Live. Bei gewerblichen Bildarchiven ist zu unterscheiden in Agenturen, die wie etwa Ullstein oder Süddeutsche Zeitung Foto, deren historischer Bildbestand größtenteils auf die Pressebildarchive der Zeitung zurückgeht. Und eben Agenturen wie beispielsweise Bridgman, United Archives und auch eben AKG Images, deren historischer Bestand durch das kontinuierliche Aufkaufen von Vor- und Nachlässen einzelner Fotografinnen sowie kleiner Archivbestände zurückgeht. Die jeweiligen Bildbestände der Agenturen sind sowohl stark von der gegenwärtigen wie der in der Zukunft zu erwartenden Nachfrage geprägt, aber auch nicht selten von der Geschichte der Agenturen.
Nicht zuletzt spielen dabei in der Gründungsphase der Bildagenturen auch die Vorlieben der Firmengründerinnen und deren Sammelinteressen eine Rolle. Mit der zunehmenden Digitalisierung hat sich der Markt grundlegend verändert. Nur wenige der ehemals mittelständischen Unternehmen sind nicht in großen Konzernen aufgegangen oder mussten schließen. Nicht zuletzt durch die aggressive Ankaufspolitik ist Getty Images heute zu den weltweit agierenden Marktführern im Agenturbereich avanciert. Das erwähnte Batman Archive, das 1995 von Corbis aufgekauft wurde, ging mit dem Verkauf der Bildagentur Corbis Images 2016 an Unity Glory, ein Unternehmen der chinesischen Visual China Group, über. Den Vertrieb außerhalb Chinas übernimmt seither Anteilseigner Getty Images. Neben diesem Großkonzern existieren weiterhin eine Reihe kleinerer Firmen, die lokale Märkte und besondere Nachfragen bedienen. Nicht alle Bildagenturen verfügen über ein physisches Bildarchiv, und in den allerwenigsten Archiven von Bildagenturen existieren, abgesehen von vereinzelten Exemplaren, auch Sammlungen von Fotoalben. Grundsätzlich stellt sich jedoch auch hier die Frage, wie Fotoalbenbestände aus privatem Besitz aufgearbeitet und der Forschung zugänglich gemacht werden können. Dies trifft auch auf die etwa 650 Fotoalben umfassende Sammlung der Agentur AKG Images zu. Als Archiv- und privatwirtschaftlich geführte Bildagentur kommt AKG hier eine besondere Rolle zu. Kommerziell arbeitende Bildarchive folgen einer eigenen Logik bei der Bildung von Bildbeständen, wie auch bei deren Aufarbeitung und Vermarktung. Anders als bei Museen ist die Sammlungsgeschichte in diesem Fall vor allen Dingen von der Akkumulation möglichst vieler Bilder geprägt, um einem breiten Kundenstamm für den jeweils gewünschten Nutzungsrahmen eine Vielfalt an Motiven anbieten zu können. Liegt der Fokus der Museen beim Erwerb einer Fotografie meist auf dem künstlerischen und auf deren künstlerischen und ästhetischen Relevanz, wie auch auf der Einzigartigkeit des Originals, steht für den Bild- bzw. den Lizenzverkauf der dokumentarische, abbildende Charakter der Fotografie viel stärker im Fokus. Kommerzielle Bildarchive sind bedarfsorientiert und ihre Bilder letztlich nicht Archivgut, sondern Waren, deren ökonomisches Potenzial sich auch an deren Wiederverwendung misst. Ein wesentlicher Faktor, den den Erfolg des Bildverkaufs einer Agentur mitbestimmt, ist die dem Bild zugeschriebene Information. Ausschlaggebend sind hier einerseits zuverlässige Bildlegenden sowie eine Einordnung der Bilder mithilfe von Deskriptoren in die Datenbank. Die Struktur und Ordnung der Bilder, analog wie digital, ist essentiell. Je spezifischer die Beschreibung und je besser die Infrastruktur der Bildersuche, desto höher ist letztlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden das gewünschte Bild finden. Zur Besonderheit der Bildagenturen gehört, dass die meisten Transfers im sogenannten B2B-Bereich abgewickelt werden, also Geschäftsbeziehungen unter Unternehmen sind. Zu den Kunden von Bildagenturen zählen vor allem Redaktionen von Print- und TV-Medien sowie Werbeagenturen. Mit dem Sitz in Berlin und weiteren Niederlassungen in London und Paris zählt AKG Images zu den bedeutenden international agierenden kommerziellen Bildarchiven in Europa. Seit mehr als 70 Jahren werden Bilder und Zeugnisse aus Kunst und Kultur, Geschichte und Politik, Wissenschaft und Medien gesammelt und das physische Bildarchiv der Firma fortlaufend ergänzt. Dazu gehört auch die erwähnte Sammlung privater Fotoalben. Der durch kontinuierliche Zukäufe über mehrere Jahrzehnte seit der Gründung der Agentur, damals als Archiv für Kunst und Geschichte, anwachsende Bestand geht auf eine private Initiative des Gründers der Agentur, Wilfried Göpel, zurück. Auch sein Sohn, Justus Göpel, hat als dessen Nachfolger in der Geschäftsführung den Aufbau der Sammlung weiter fortgesetzt. So wurden vorhandene Stücke durch Funde auf Trödelmärkten und Antiquitäten ergänzt und einzelne Alben auch auf Auktionen ersteigert. Die im Jahr 2000 von der Firma erworbene Archie Miles Collection ergänzt den Bestand der Alben mit Aufnahmen aus dem 19. Jahrhundert, vorwiegend englischer Ateliers.
die Übernahme der Sammlung historischer Fotografien des belgischen Fotografen Marc de Frey im Jahr 2020 ließ den Bestand dann auf die heute vorhandenen rund 650 Fotoalben anwachsen. Eine Hälfte davon sind Prunkalben, Reise- und Souveniralben aus der Zeit von 1850 bis 1900 und die verbleibende andere Hälfte Familien-, Reise-, Vereins-, Kriegs- und Knipsealben aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Gesammelt worden sind die Alben nicht nach bestimmten Kriterien oder im Hinblick auf eine spätere Verwendung. Ein klares Sammlungsprofil ist nicht zu erkennen. Weil anders als in Museen üblich keine Findbücher geführt wurden, ist die jeweilige Provenienz der Alben bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr rekonstruierbar. Grundsätzlich scheint aber nicht die besondere Qualität oder Eigenart eines Albums, dessen Aufnahme in die Sammlung begünstigt zu haben. Ausschlaggebend war, sie vor dem Vergessen und dem Verfall zu bewahren. Es galt zuerst eben, ihre Erhaltung zu sichern. Nur selten und aufgrund spezieller Anfragen oder besonderer Ereignisse sind in der Vergangenheit Digitalisate angefertigt worden. Und erst in den letzten Jahren wurde mit einer systematischen Sichtung der Alben, einer Auswertung und einer Digitalisierung begonnen. So birgt eine erste Betrachtung des Bestands auch Überraschung und Entdeckung. Ein besonderer Fund war zum Beispiel dieses Album Saarbrücken und Saarland Band 1. Und da in dem Album die Fotografien eigentlich nur teilweise beschriftet waren und in den allerwenigsten Fällen auch Namen der abgebildeten Personen zu finden waren, hat die Zuordnung des Albums eine etwas detailliertere Recherche gebraucht. Und wie sich dann herausstellte, wurde das Album als privates Erinnerungsalbum von Hans Neikes angelegt und begleitet seine Amtszeit als Bürgermeister Saarbrückens von 1921 bis 1935. Und heute ist dieses Fotoalbum gerade auch im Zuge der Aufarbeitung von Neikes Biografie ein ziemlich interessantes Zeitzeugnis. Weil schon seit einigen Jahren wird in Saarbrücken die umstrittene Ehrung Neikes diskutiert, weil er unter anderem Adolf Hitler schon 1934 noch vor der Saarabstimmung die Ehrenbürgerschaft der Stadt Saarbrücken überreicht hat und wie erst 2019 bekannt wurde, seine zweite Karriere als Leiter der Rechtsabteilung in Albert Speers Generalbauinspektion bekannt wurde. Und auch gerade mit diesem Wissen können solche Bestände natürlich heute ganz anders angeschaut werden und sollten der Forschung zugänglich gemacht werden, sodass dieses Album wie auch ein weiteres aus dem Konvolut letztes Jahr an das Saarbrückner Stadtarchiv übergeben worden sind. Das Album ist größtenteils digital erfasst und auch auf der Datenbank von AKG Images einsehbar. Genau, das sieht man nochmal hier. Und auch auf dem bereits vorhin erwähnten Blog findet sich ein Beitrag zu dem Album, der es ein bisschen versucht, mit weiteren Informationen auch das Album ein Stück weit zu kontextualisieren. Genau. Parallel zum Alltagsgeschäft ist die Aufarbeitung der Fotoalbensammlung von AKG jedoch nur in kleinen Schritten möglich, wobei auch hier mit Blick auf die angestrebte kommerzielle Nutzung des Bestands das Augenmerk zunächst auf dem Einzelbild liegt. Entgegen der aber vor wenigen Jahren noch üblichen Praxis, allein das Foto selbst zu erfassen und nicht auch dessen besondere Materialität und Tonigkeit, haben wir uns entschieden, im Fall der Albenaufarbeitung das Foto soweit möglich als gesamtes Objekt aufzunehmen. Also wie man das auch hier sieht. Genau. Bei der gegenwärtigen Aufarbeitung des Albenbestands werden auch darüber hinaus Albenseiten und auch die Einbände der Alben fotografisch erfasst. Darüber hinaus wird in kurzen Beiträgen eben auf dem Blog der Agentur der Blick auch auf das Album als Objekt gelenkt und die einzigartige Kreativität und Kunstfertigkeit auch der Gestaltung der Alben. Da das Abbilden von zusammenhängenden Bilderserien in der Datenbank aber kaum möglich ist, stellt sich die Frage, wie sich narrative Kontexte anderweitig kommunizieren lassen. Und durch einen
entsprechenden Vermerk in der Datenbank bleibt auch für den Kunden der Agentur der Hinweis auf das Bild sozusagen erhalten. Auf das Album, nachvollziehbar, genau. Also es wird immer in der Bildbeschreibung darauf hingewiesen, dass es aus einem privaten Album kommt, hier eben aus dem Album über Riga, mit Stadtansichten aus Riga, aus dem Jahr 1940. Genau, und dann werden dem Album auch immer Schlagworte zugeordnet, also Keywords, die, wie man hier sieht, unten das Fotoalbum Riga. Wenn man darauf klickt, kommt man auch zu einem digital angelegten Album, das dann eben nochmal deutlich wird, welche Bilder sind digitalisiert, Albenseiten, auch einen kleinen Kontext, einen Text sozusagen zum Album bietet. Dennoch werden durch die Digitalisierung die Bilder des Albums mobile Elemente, die aus ihrem Kontext entfernt werden. Die Digitalisierung ermöglicht ein Zerpflücken der Alben, ohne dieses zu zerschneiden. Mithilfe von Schlagworten ist eine Rückverfolgung der Fotos ebenso wie eine fotoalbenübergreifende Suche und Neusortierung zu bestimmten Themen und Zeitabschnitten möglich. Ein eigenes digitales Album lässt sich in Form einer Lightbox anlegen, in dem eine individuelle Bildzusammenstellung der Suchergebnisse gespeichert werden kann. Also hier ist so ein Beispiel. Der kulturhistorische Wert von Fotoalben ist evident. Fotoalben zeigen nicht nur das Schicksal einzelner Menschen, sondern zeichnen in ihrer Gesamtheit ein visuelles Panorama der Kulturgeschichte und auch wesentliche Entwicklungslinien der gesellschaftlichen und politischen Veränderung Deutschlands. Die Frage der Entscheidung, welche und ob Alben gesammelt und bewahrt wurden, ist institutions- und zweckbedingt getroffen worden. Als kommerzielle Bildagentur und großes Bildarchiv sieht sich AKG in der Verantwortung, zur Bewahrung des Kulturgutes Fotoalbum beizutragen und ein Gleichgewicht zwischen der Vermarktung des Einzelbildes und der kulturellen Verantwortung zu finden. Wobei wichtig ist nicht zuletzt, dass die Fotoalben gezeigt und gesehen werden. Vielen Dank.